Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Heute geht es mir besser. Also Leute, was sehen wir hier? Die Werkstatt von Younes. Die Werkstatt von Younes. Also, und wenn man... Das ist die Klingel. Ja. Das ist die Kundin. Da ist der... Aha. Der kommt einfach nicht zum Fenster, dieser. Hallo, du hast Kundschaft. Tschüss! Mein Wichtiger. Oh nein! Die klingelt und klingelt! Auch mit der blöden Musik. Der Spielzeug kommt von meinem Sohn. Also ich habe einverstanden. Das ist richtig kaputt gegangen. Also der Spielzeughund von ihrem Sohn ist kaputt. In 2 Stunden. Einverstanden. Einverstanden. Nur Spielzeug bezahlt als Geschenk. Mhm. Also das ist jetzt mal gar nicht so schlecht. Ja, ich wieder. Meine Oh nein, Younes, wenn das kaputt geht. Salz und Pfeffer, bitte. Wo dann? Da die Gold- und Silberfigur. Das ist doch nur für Salz und Pfeffer. Okay, also ist dein Werkzeugkasten, Younes, und das ist von Ikea, bitte. Schön aufpassen, nichts kaputt machen. Ja, da ist ein Werkzeug und da kommen die Kabel und so. Mhm. Der kann immer hören, die Klingel, ne? Könnt ihr mal eine andere nehmen? Das ist ja ekelhaft. Wir haben keine andere. Ich habe eine andere. Überlegt mal. Das ist besser, viel besser, so Motorgeräusch. Aber Baby Bun ist lauter. Nee, lass mal. Okay. Wegen der Musik, das ist nicht schön. Dankeschön, hier ein Geschenk. Wie geschenkt? Du musst bezahlen, der braucht doch Geld, oder? Nee, wenn man kein Geld hat, dann kann man auch mit Geschenken bezahlen. So einer bist du. Du hast ein echtes, kaputtes Vlies, dann musst du dann echt bezahlen. Okay. Bist du noch Spielzeug und das ist kaputt, dann geschenken, Kalas. Aha. Jetzt kommt die und macht dir auch noch... Die Tür kaputt. Okay, Legenda, also viel Spaß beim Weiterspielen. Zeig mal das Parfum, das ist fertig. Mein Zimmer ist. Das ist fertig geworden. Meshi. Hm. Da ist das Parfüm, das ist schon runtergesunken. Ist nicht schlecht, muss man aber abgedeckt halten. Ja, cool, 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 ich sag's euch. Und Leute, dieser Typ, ne, also wir haben diese Tür noch nicht bezahlt und er hat sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Ja, der wird wahrscheinlich nach Ramadan, dann wird er nochmal kommen. Ja, so ist es. Was sind das hier für Geräusche? Komisch. Also. Guck mal. Also es ist, war heute 44, 45 Grad so rum. Wir haben es jetzt, sagen wir 42 Grad mit Wind. Es ist okay. Guck mal hier, Papaya wackelt. Es ist okay, aber es ist schon dämpfig. Da kann ich nichts sagen, es dämpft sehr. Schaut mal. Subhanallah, wie schön. Gell? Wie das aussieht. Gucken, wie sich da unten neue Blätter bilden. Auf diese Blüte bin ich gespannt, wie die dann aussieht, wenn die aufgeht. Oh, kleine Ameise auf dem... Das war eine Hibiskus... eine Ameise. Ah, Ameise auf der Hibiskus. Die kommen dann auf die Hand. Das ist nicht so toll. Allah. Aber wenn die beißen, das ist nicht so angenehm. Gehen wir mal schnell gucken, was die Tierchen machen. Ah ja. Na? Ah, die Bertha, die kommt raus, die erste. Ich habe jetzt erstmal offen gelassen. Mal sehen, wie du dich verhältst. Nur ein bisschen
Feo Pfiff. Kommt mal raus, 3 Eier habt ihr heute. Ja, da hinten habe ich eine Ente auf jeden Fall da reingetan, weil die kann auch kaum laufen. Ich glaube, die gehen unter die Kühe. Das, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ein Ninja. Ninja, komm mal bitte. Bist du jetzt, wie bist du da rein? Wie bist du da hingegangen? Geh dann bitte von dort wieder zurück und schau, dass keine Fliegen reinkommen. Herr Maus ist gerade bei den Eselchen, die gibt Wasser. Ich will jetzt mal sehen. Ah, Gabi, komm, trau dich. Ah, halt falsch. Und jetzt kommt er, der große Boss. Der Eisbär kommt. Aua. Also nee. Leute, guck mal, ich habe ja sowas an. Und da kneifen die Fliegen durch. Dass man richtig Aua hat. Also das, mir tut es weh. Das zwickt richtig. Das ist richtig gekniffen. Younes, benimm dich. Ajo, jetzt ist er noch runtergefallen. Also die Hühner haben Angst. Ja, also ich bin jetzt immer noch ein bisschen... Ich denke mal, die Hitze rafft die Tiere dahin. Lass den Schlauch da, das ist der Air-Condition-Schlauch. So. Kommst du? Guck mal hier. Die sitzt schön im kalten Wasser. Das... Das macht man von da. Guck mal, die kann nicht laufen. Hm. Ich denke mal, die ist auch irgendwie unter die Kuh gekommen. Warte mal so. Ja, Mäuseli. Nur Probleme mit deinen Viecher, gell? Die vertrauen halt einfach auch. Komm, lauf. Jetzt. Humpeline. Und Bertha. Oh, ich habe sie rausgelassen. Und du schubst mich? Du schubst mich? Nee, du, ehrlich. Das hat wehgetan. Was ist jetzt los hier? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Sind die schon draußen gewesen? Super. So. Ich muss mal gucken, ob das alles gut ist. Warte mal, was ist das? Nix. Ja, jetzt haben wir schon ein Küken hier verloren vom Hitzschlag. Ja. Einmal denke ich auch, dass der Mann von den Shashar auch hier irgendwie unter die Kuh gekommen ist, zertrampelt wurde, innere Blutungen, hat sich vielleicht da noch reingeschleppt und ist dort gestorben. Oder auch von Hitzschlag. Und der definitiv ist unter die Kuh gekommen. Der kann nicht aufstehen. So, jetzt komm mal raus. Jetzt gucken wir mal. Haben die das jetzt vergessen, den Streit? Ich hoffe doch. Guck mal. Na, das wird nix. Ich bin jetzt ganz cool. Die Penny ist auch defensiv gerade. Die ist nicht so aggressiv wie damals. Die ist wahrscheinlich von der Hitze kaputt und der ist schön ausgeruht, weil es da drin nicht so heiß war. Vielleicht hat er jetzt Chancen, den Chef die Hackordnung zu klären, dass die Penny die Klappe hält. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Aber sobald... Ah! Mist! Hey! Oh, Penny!
Oh Mann, das ist... Nee, da ist nichts passiert. Die hat aber... Penny, nee. Der geht aber auch wieder hin, weißt du? Die hat so starke Dings gekniffen. Sie hat aufgehört. Guck mal, sie gibt auf. Ja, ja. Sehr gut, so muss sein. Ja, jetzt muss er aber auch aufhören. Ach, sie rennt. Bitte, lass es jetzt okay sein. Jetzt musst du aber auch... Heia, heia, heia. Gut so. Gut, Penny. Jetzt hast du Schiss gekriegt. Ja, ich hab's doch gedacht. Heute ist ein guter Tag für das. Hoffe ich doch. Ja, die ist fix und fertig von der Hitze. Und der ist schon ausruht, weil da ist schön kühl. Ja, jetzt geht man mit euren... Ja, wie viel sind es noch? Zwei. Acht. Nummer 9 ist verletzt da hinten. Ja, was will ich machen? So ist es hier. Und ihr vertraut eurem Chef nicht? Kommt doch raus! Ja, hier muss man auch mal auslüften, Leute. Kommt. Ihr Hühner! Quack, 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 piek, piek, piek. Ja, gut, die quaken nicht, aber... Ja, Hammer, wir haben es geklärt. Penny hat sich geschlagen gegeben. Wer hätte das gedacht? Die Penny hat aufgegeben. Aiwa, der Eisbär, juhu! Sieg, Eisbär! Der hat gewonnen. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Puh. Aber die hat ihn auch ganz schön gezwickt, da habe ich sie kurz weggetreten. Da war sie sauer. Guck mal, ist alles okay? Das ist nur, weil sie müde ist. Die hat Durst. Lass sie mal zum Wasser. Der hat sie aber nur, der hat sie nicht richtig erwischt, gar nicht. Hier ist doch Wasser. Naja, gut. Ja, wir werden mal abwarten. Also ich sagen wir es mal so, 90% ist es geklärt. Aber wenn die mal frisst und schlechte Laune kriegt, greift sie ihn wieder an. Dann kann mal wieder was schief gehen. Dann müssen wir halt, ja, die Hackordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Maus ist auch schon knallrot. Haben die Schafe kein Wasser? Hast du geschaut über die Mauer? Weil der Baba hat doch gesagt, er hat Wasser gegeben. Also. Müssen wir gucken, was wir mit diesem Entending machen hier, Enterich. Komm, Habibdi. Ah. Komm, bisschen abkühlen. Bisschen Wasser auf den Kopf. Kriegst einen kühlen Kopf dann. Hier. Na? Na gut. Ich glaube, langsam werden wir hier auch Omda schlachten, weil der wird mir sehr ruhig. Nicht, dass der krank ist, irgendwas hat. Ich würde. Hast du das gesehen? Ja. Donald jagt ihn deshalb. Ja, der ist immer hier drin, ne? Hä, was ist hier los? Warum ist das... Wie sieht das hier aus? Du? Ja gut, wir müssen hier mal jetzt im Ramadan machen. Da haben wir zu wenig geputzt, das stimmt. Wir müssen hier nach Ramadan Großputzaktion machen. Und ich mache das hier mal zu. Geh mal weg. Die sind doch eh draußen. Was sollen die da drin bleiben? Da sind zu viele Viecher für meinen Geschmack. Mach hier mal zu, Mäuschen. Wir lassen noch eh mal Licht an. Day and night. Gell, Heidi? Cool. Oh, Jill, du kommst immer zu Mami. Oh. So, Leute, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben nicht mehr lange, dann können wir Fastenbrechen machen. Ich bin auch schon... Am Ende bin ich noch nicht. Es gibt, also ich war früher schon mehr am Ende. Jetzt hopft er wieder. Leute, guck. Die geht immer auf mich drauf hopfen. Nein,
Nein, das geht nicht. Da habe ich keine Lust mehr zu kommen. Nein, lass ich mir extra mal hier einen Nagel wachsen, dass ich auf dich drauf hopfen kann. Wasser. Die haben doch Wasser. Ja, genau. Au! Hey, da fehlt doch ein. Da ist die Emma. Also spinnst du eigentlich? Gerade eben habe ich dich weg. Komm, Heidi. Genau, jetzt ist dein Sohn weg, jetzt kannst du dich relaxen. Schnell relaxen, bevor er wieder kommt, gell? Stresst uns jetzt. Der stresst nämlich seine Mama sehr. Der beißt immer. Hm. Nee, eigentlich dürfen wir nicht streichen, was er gemacht hat. Boah, das ist eine fette Eidechse. Alles okay? Aua, der hat mich lieb, aber der tut mir ganz schön aua, ganz schön weh. Au! Aber da kann ich. Ich will ihn ja auch nicht die ganze Zeit so. Dann mache ich ihn aggressiv. Ich muss immer sagen, nein, Jack, nein, lieb sein. Wasser habt ihr? Nein. Ah, guck mal, wie der hochhopft. Seht ihr das? Der springt auch auf seine Mutter. Ja, so macht er bei seiner Mutter auch. Guck mal schon wieder. Muss mal wegschubsen. Seine Mutter beißt ihn dann auch in hier. Guck mal, jetzt so genauso. Ich gehe raus, der hüpft wieder auf mich. Ist mir zu stressig. Also, hör auf! Rückwärts gehen dann vielleicht, hä? Das ist so ein Feigling, der kommt immer von hinten. Wenn ich mich umdrehe, hopft er. Na ja, aber schon groß geworden. Wie wir den erziehen, ist mir ein großes Fragezeichen. Wir können doch nicht erziehen. Bei uns ist alles inkonsequent. Sogar die Kindererziehung. Gell? Komm, bei Kindern gibt's, ist es nicht so schlimm, aber bei Tieren, Ach, guck mal jetzt, flippt er aus. Alhamdulillah, der hat gerade voll ausgeschlagen, aber das war Freude. Freude, dass wir abgehauen sind oder dass er uns gesehen hat, keine Ahnung. Nee, der mag uns, der Kleine. Heidi ist so ein schönes Pferdchen, sage ich. Eselchen. Die hat wirklich ihren Sohn geboren hier. Zwilling. Masha'Allah. Ja. Huchs, guck mal, wer neben mir steht. Ist das Blut? Ach so, nee, das ist Wasser. Hab ich mich jetzt erschrocken. Habibti, alles okay? Also, lieb sein mit dem Eisberg. Komm, jetzt gehen wir nochmal hin. Und du? Komm, Penny. Komm, komm, Penny. Kommt sie? Ja, komm. Ja, komm. Da, da ist sie. Komm. Liebi. Komm. Penny. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie die Tiere leiden bei der Hitze. Also, wenn ihr jetzt mal ein deutsches Huhn hierher importieren würdet, die wird hier einen Herzinfarkt bekommen. Ne, die sind ja hier so ein bisschen, die na, ägyptischen Tiere sind es gewohnt. Die kommen ja dann, ja, die leben ja damit. Hier, die sind ja auch alle bei mir geboren, die Tiere. Die sind jetzt schon im zweiten Jahr. Aua, also ich gehe jetzt rein. Die ganzen Viecher beißen die. Boah, dich nicht. Das tut voll zwicken. Ja, das sind ganz kleine Viecher. In Deutschland ist ja auch eine andere Luftfeuchtigkeit. Ne? Und da flippen die Hühner aus bei 30 Grad. Bei uns ist 30 Grad gar nichts. Da ist wirklich wunderschön. Also da gehe ich auch gern raus. 30 Grad ist für mich kühl hier. Ja. Okay, ich gehe mal. Jetzt Lungs. Wir beobachten das mal von oben. Na, ihr Mäuse. Da. Es tut einem wirklich leid. Aber jetzt können wir das mal ein bisschen wegtun. Moment. Eigentlich, ach die Eier, genau. Mache ich hier mal ein bisschen hoch, dass sie mehr Luft bekommen. Weil jetzt ist es ja vorbei. Ne? Vielleicht kriegt ihr so mehr Luft. Komm, wir machen mal die Steine weg. Nicht, dass was kaputt geht hier. Schmeißen wir die Schaufel. Ja, dann können wir die eigentlich auch. Heieiei.
aggressive Viecher sind hier. So, dann habt ihr mehr Luft. Ne? Mäuseli. Ja, der ist voll süß. Masha'Allah. Allahumma barik. Und Lochi daneben, gell? Subhanallah, dass der da neben Becher. Hier, guck mal hier das Loch an den Flügel. Lochi, seht ihr das? Lochi. Lochi ist groß. Ich hoffe, der auf dem Weibchen noch. Kann alles noch sein, dass Lochi ein Weibchen ist. Wir warten. Dann hätten wir Lochi. So. Ja. Haben die wieder viel gefressen, Mäuschen, draußen? Ja, die Enten. Die sind schon wieder, die waren bestimmt 5 Minuten alleine draußen. Vier. Tja, ätzend. Das ist ätzend Nummer 1. Sowas. Hä? Schwei, ja. Ja, die waren hier zuerst, weißt du? Und dann, bis wir es gecheckt haben, sind sie hier rüber gewandert. Alhamdulillah. Ah, guck mal, hier ist die Spritze. Jodele. Checken wir mal bei der Penny, alles okay ist. Das ist jetzt das Isha-Gebet. Hab Kaffee getrunken, mir geht's besser. Ja, Subhanallah, war heute richtig fit. Hast du nochmal gekämpft? Ah, kleines Bläsürchen hast du. Moment, fixieren. Bisschen Blut am Mund. Ah ja, muss auch lernen. Ja. Wir haben mit meinem Mann heute ein bisschen gezickt, kurz vor Maghreb. Wenn die Nerven blank sind, weißt ja, manchmal ist es so. Ja, jetzt haben wir, schätze mal, 30 Grad. Denen geht's jetzt besser. Irgendwie habe ich vorhin vergessen zu sagen, ein Huhn ist gestorben, oder habe ich es gesagt? Lag einfach da, ich denke mal vom Hitzschlag. Es war vollgefressen, aber ja. Ich werde jetzt die Kleinen vielleicht jetzt auch zu den Großen tun, weil vielleicht ist es doch hier zu heiß. Jetzt möchte ich mal nach der Ente gucken. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Upsala, bist du hier reingewandert? Hier ist schön kühl für euch. He? Om da auch. Ja, da sieht man mal, hier ist besser. Bismillah, ich habe Angst zu gucken. Ah, ist okay noch. Ja, Leute, ich denke einfach, der Dings ist es. Wie geht's dir? Mahmud hat ihn nass gemacht, ich auch nochmal. Kleine Umda hier. Meine Vermutung ist, Leute, das ist einfach nichts mit den Büffeln hier und den Kühen, die Enten zusammen. Wir haben jetzt mit meinem Mann besprochen. Wir wissen es ja immer noch nicht. Wir wollen nicht einfach irgendwas machen. So schnell es geht, versuchen wir jetzt den Boss mit der Bosa zusammen zu verkaufen. Dann ist hier wieder mehr Platz. Die Bounty, haben wir gesagt, muss hier auch raus, weil die kann ja vielleicht auch die Enten verletzt haben, weil die Enten gehen auch immer zu ihr da hinten hin. Das ist das Problem, dass wir dann, wir haben immer neue Ideen, gell? Weil wir wissen es halt noch nicht, dass wir diese Burg abreißen. Und dann da hinten eine Mauer ziehen, dass die Bounty da hinten ist. Und da die alte Wand von der Oma, die wird abgerissen und neu aufgebaut, damit es stabil ist. Dann ist dort auch keine Tür mehr. Dann ist das Gehege für die Bounty und ihr Baby. Dann wird die Bounty ihr Baby dann großziehen. Und ja, wenn sie dann groß ist, keine Ahnung, 8 Monate, 1 Jahr, gucken wir mal, verkaufen wir das Baby. Weil so viele Kühe will ich halt auch nicht haben. So, dann hat mein Mann gesagt, wir sollen lieber hier einen neuen Hühnerstall bauen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, gut, ne? Keine schlechte Idee, dass wir da hinten Platz haben, wenn wir doch alle Schafe verkaufen oder schlachten oder was auch immer, dass wir den Platz da hinten noch haben für neue Schäfchen.
wenn wir Lämmer kaufen oder so. Dann hat er gesagt, von hier fangen wir dann an. Hier, zack, 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 bis zu diesem Stamm. Und dann gehen wir schräg rüber. Ziehen wir so rüber, bis hierher. Dann ist praktisch der Pool eingezäumt. Also, ne, hier und das ganze Ding da ist dann für die Hühner. Hier im Pool, ja, gucken wir mal, dann kriegen dann die Hühner. Machen wir dann halt so einen Pool. War ja nicht teuer, gell? Haben wir 30 Euro, 50 Euro bezahlt. Dann machen wir das Ding da ab und dann benutzen wir das vielleicht zum Futter geben oder, keine Ahnung, ein Sandbad. Vielleicht können sie da Sandbaden. Irgendwie einen Pool kann man schnell wieder bauen, das ist kein Problem. Ja, und dann haben die Hühner diese Hütte und diesen Platz hier komplett. Was sagt ihr dazu? Also praktisch so als, ne, genau hier, so, tschum, bis zu dieser Palme und dann so. Und dann werden hier so, ist ein bisschen wenig, ich weiß, aber trotzdem, sie haben ja hier noch Platz und ich werde hier, ja, verschiedene Sachen reintun, Bäume, dass sie hochklettern können, also so, ja, und scharren können sie ja auch. Und natürlich oben alles eingezäumt, dass kein Vogel hier reinkommen kann. Das wär's. Und dann kann man die Tür hier immer offen lassen, wie man will. Na, und die Tür vorne kriegen sie dann eine Türe, damit man da reinkommen kann zu denen. Das ist keine schlechte Idee. Schauen wir mal, ob wir das so machen. Dann hinten können wir immer noch dann die Schafe halten. Und hier vorne sind dann nur die Gänse und die Enten. Und dann einen neuen Pool werden wir dann hier bauen, sagt er. Aber ich denke nicht hier, sondern eher hier. Hier, weil hier will ich dann eine Sitzecke machen. Go Bounty. Hier hocke ich mich, zerstören wir die Ecke da und machen eine Sitzecke draus, dass wir uns hierher setzen. Wenn überhaupt, ne? Wir sitzen ja. Und den Pool werden wir dann tiefer machen. Das war jetzt der erste Pool, der ist ein bisschen hoch geworden. Der nächste Pool wird tiefer. So ist der Plan. Und Bounty, Bosa und Boss sollen so schnell wie möglich verkauft werden. Und ich denke, für mich ist die beste Variante auch, alle Schafe zu verkaufen. Ich kann nichts schlachten, also die kann ich nicht essen, das ist klar. Ja, und ihr Eselchen habt dann hier den Platz und da hinten können wir dann neue Lämmer kaufen. Oder eine Mama, eine zahme Mama mit Lämmchen. Hier wären dann die Enten, dann werde ich das Ganze hier entfernen, was für die Hühner war, dann haben die hier mehr Platz. Und wir werden ja nicht mehr als 10 Enten haben und diese 4 Gänse immer. Dann haben die halt hier alles voller Platz, ne? Das ist schon viel für die Enten. Aber das ist halt die beste Variante. Eigentlich wäre es besser für die Hühner. Ach, ich weiß auch nicht. Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Mein Mann sagt so, aber dann haben wir wieder weniger Platz hier im Stall, weil dann bauen wir immer alles mehr und mehr zu, ne? Aber wir müssen uns ja auch schützen vor den Viechern. Fuchs und was weiß ich, Marder, was hier kommt, macht's. Ne? Das ist es. Keine Ahnung. Und das Ding da ist auch irgendwie für die Katz, unseren Grill. Den haben wir jetzt 3-mal benutzt. Naja. Schauen wir mal. Ja, Leute, heute war ich ein bisschen fit. Trotz der Hitze. Mal so. Seht ihr mal, wie es ist. Letztes Jahr undenkbar, dass ich so geredet hätte vor Maghreb. Oder vorletztes Jahr. Wow, wow, wow. Da war ich ja ein Wrack. Und man kann sehen, jedes Jahr wird es besser und besser. Immer besser. Ja. Mein Mann will jetzt gucken, dass er heute nach dem Isha-Gebet geht er zu diesem einen Geschäft und holt die restlichen Sachen für die Aircondition von den Schwiegereltern. Und dann soll heute der Sheikh Said kommen und das reparieren. Und dann haben die Inshallah heute noch Aircondition, hoffentlich. Klimaanlage, ne? Ich sag's euch. Und er muss mal jemand holen. Seit einem Monat oder 2 Monaten fragen wir schon den einen, der soll uns 1-2 schwangere Schafe beibringen. Der kann uns keine Schafe bringen. Also der Typ, der hat uns ja auch die Schuschu verkauft, die mit der Beule angekommen ist. Also hat er schon gewusst, dass da was ist, denke ich mal. Oder hat er so wenig Ahnung von Tieren? Ich weiß es nicht. Na, Mäuschen. Ja, dein Stall wird dann wo? Ach so, die Schildis, die kommen dann hierher.
mache ich irgendwie hier ein Gehege für die, so ein Eck, ne? Die werden dann hier ihren Platz bekommen. Die Schildi. Na, wo seid ihr? Hier seid ihr. Alles gut. Ja, die sind jetzt in der Sommerpause und checken nicht, was los ist. Ja, also ich find's gut. Jetzt ist, die haben nicht mehr gekämpft. Die Penny ist ein bisschen geschockt, ne? Ja, sehr gut. Hast du heute mal aufgegeben? Ja, so muss sein. Du musst mit dem zusammenarbeiten. Das ist dein Boss jetzt, der Eisbär. Hm? Ja, tu schön schlafen. Okay. So, Leute, das war's mal wieder von uns. Ja, ich habe meinem Mann gesagt, wir wollen hier mal putzen, aber das ist einfach ein Ramadan. Die letzten 10 Nächte haben wir keine Zeit zum Verschwenden. Und da jetzt die Stelle putzen, das wird schon gut gehen. Und ja. Guck mal, Shoshar-Weibchen schnattert da so rum. Und dann nach Ramadan machen wir die Hauruck-Aktion. Alles aufräumen und. Jetzt gehen wir mal beten. Ja, und ich überlege mir, ob ich die heute noch rüber tue. Zu den Großen. Oder warten wir noch lieber. Mal sehen. Auf jeden Fall hat sich's abgekühlt. Und ja, Alhamdulillah. Min! Die Mausi. Ich komme. Guck mal, hier schläfst du oder was ist da los? Hier, die hat auch immer das Auge zu. Keine Ahnung, warum. So. Kommst du? Soll ich beten kommen? Ich komme. Ja, beten wir. Ja, Labina. Okay, also. Das war's wieder von uns, meine Lieben. Gucken wir mal kurz die Pflanzen nochmal an und dann geht's los. Beten wir unser Isha. Was hockt denn da? Das ist eine Ameisenkönigin, schau. Oder? Wow, ja. Seht ja, ihr das? Ist größer als ihr Kopf. Ja, aber die hat irgendwas auf dem Rücken. Ist das das Männchen, das sie gerade begattet? Oder was? Kannst du mal das Blatt umdrehen? Zeig uns das. Da ist doch irgendwas drauf. Ich hab irgendwas. Ja, keine Ahnung. Da war doch irgendwas auf dem Ding. Ah. Nee. Yalla, whatever. Hier ohne Ende Ameisenköniginnen. Also, wenn wir einen Online-Shop aufmachen und es wäre erlaubt, dann könnte ich euch die schicken, ne? In Deutschland kosten die 200 Euro. Eine Königin, subhanallah. Guck mal hier, Molochea. Das kommt. Nee, macht es Spaß, immer das abzuzupfen. Was, das zupfst du nicht ab? Nee, nicht das Kleine, wenn es groß ist. Ach so, da ja. Da habe ich mit der Oma immer abgezogen. Guck mal, das lässt du auch so, wie es ist, ne? Mhm. Halas. Okay, hier kommt die Koriander, Kuspara. Und haben die sonst noch was gefressen? Ja, guck, die haben es versucht, aber Rettich hat denen nicht so geschmeckt. Die haben mehr Rucola gefressen. Aber es geht, es wird. Okay, Leute, das war's mal wieder von uns. Bis die Tage. Moschelema. Bye, bye. Boy, boy.